Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus. Wir sahen genug. Wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit. Und was führt Sie nach Sodom und Gomorra? Unsere Zeit ist mit den Engeln böse, nicht? Sensei-Vertreib, man braucht dafür den Unterleib. Was tun Sie denn? Ich lebe. Wir haben ja gar keinen Respekt vor dem Leben. Bitte? Arbeitslos bist du? Ist das wahr? Ja, man hat mir gekündigt. Ein Nachbar schläft, ein anderer klagt, ein dritter redet viel. Stationen werden angesagt. Der Zug, der durch die Jahre jagt, kommt niemals an sein Ziel. Und sie will Schauspielerin werden? Noch einer. Ich träume nachts, dass ich sie verliere. Und ich schäme mich für die Angst. Fräulein Cornelia Battenberg, ich erteile dir hiermit meine Erlaubnis für einen eheähnlichen Bund mit dem hier anwesenden Jakob Fahrt. Sollte sich Herr Fabian jedoch wieder erwarten, als nicht geeignet erweisen, gehen Sie ohne zeitliche Verzögerung in meinen Besitz über. Also, ich könnte dich lieber. Und die Liebe hört nimmer auf. Lieber Freund, solange du alleine warst und es mich noch nicht gab, konnte dir nichts geschehen. Es wird jetzt wieder werden, wie es vorher war. Ihre Mutter hat mich gebeten, ein bisschen auf sie Acht zu geben. Und jetzt ist die Polizei da. Es war nur ein Scherz. Werden Sie bedroht? Die Welt geht vor die Hunde. Es muss alles in eine neue Ordnung kommen. So geht es ja nicht weiter. Ich sehe Tom Schilling ehrlich gesagt immer gerne. Der hat eine ganz eigene Präsenz und Wirkung, denn hier als Hauptdarsteller im neuen Dominik Graf-Film auch so eine Kombination. Und ich glaube, der Film wird auch im Rahmen der Berlinale gezeigt. Und damit war es der Trailer zu Fabian oder der Gang vor die Hunde, den uns DCM-Filmverleih ab dem 1. Juli 2021 voraussichtlich in die deutschen Kinos bringt. Ein knapp dreistündiges Drama und basierend auf Erich Kästners Der Gang vor die Hunde, der wiederum auf Fabian, der Buchvorlage, beruht. Und erzählt ihm die Geschichte von Fabian. Im Jahr 1931 in Berlin lebend, ist er ein Werbetexter, der tagsüber für eine Zigarettenmarke wirbt und abends durch die Stadt zieht. Das heißt durch Bordelle, durch Bars und auch durch die Künstlerwelt. Zusammen mit einem seiner besten Kumpels, und während Kommunismus und Nationalsozialismus die Gesellschaft immer weiter spaltet, ist Fabian nicht unbedingt der ganz politische Typ. Aber als eben sein Freund sich dann auch so ein wenig anfängt abzuspalten, er sich noch in eine Schauspielerin verliebt und auf einmal eher Teil einer Kündigung wird, dann ist alles sehr problematisch. In einer Welt, die nicht bloß politisch im Wandel ist, sondern auch die 30er Jahre generell turbulent sein können, muss Fabian versuchen, irgendwie seinen Weg zu finden, während seine neue Partnerin auf einmal ins Rampenlicht gerät. Also so eine Kombination, wo ich gespannt bin, wie ein Tom Schilling, aber auch Albrecht Schuch oder Saskia Rosenthal da funktionieren. Rosendahl meine ich natürlich, und Dominik Graf ist natürlich auch so ein Regisseur, der ganz klar weiß, wenn er was inszeniert, dass das durchaus auch intellektuell, aber auch gut sein kann. Auch hier die Wahl des 4:3-Formats in der großen Teilen ist natürlich nicht uninteressant. Ich hoffe nur, dass es nicht zu verkopft ist, weil es dann vielleicht schnell in Anführungszeichen zu deutschen Stempel bekommen kann und dann auch eher zu anstrengend. Deswegen, ich bin interessiert, aber auch ein bisschen skeptisch. Guck mal, was Fabian oder Der Gang vor die Hunde dann kann. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.